Ahoi Leute und willkommen zurück zu Grimdorn. Wir sind mal wieder in Devil's Crossing, weil, Obacht, wir haben eine Quest hier vergessen, die wir schon extrem lange machen hätten können, aber egal. Bla bla bla, excuse me, yes, we will explode. Oh, wir müssen ihm Dynamit bringen. Zum Glück habe ich genug Dynamit über. Ach, das ist dabei. Okay, gut, sonst wäre ich Here jetzt it is. losgelaufen. Is it safe? Ja, Blast Furnace. Of course, I'm fully content, so once in a billion. This can't end well. Thanks. Okay, er hat sich gerade weggesprengt. Except. Wirklich? Ja, aber er lebt noch. Wieso hat er Und sich jetzt haben wir weggesprengt? Dismantle freigeschaltet. Aber dafür braucht man 7 Dynamit, um irgendwas zu dismantle. Dismantle ist, um ein Artefakt wahrscheinlich kaputt zu machen. Und Obacht, ich habe ein Artefakt gebaut und jetzt kann er sein Zeug machen. Ja, ich habe auch ein Artefakt gebaut. Wir haben uns allgemein ein bisschen umgeguckt, weil es ziemlich geile Sachen gab. Wir müssen gleich noch eine Quest annehmen und ich muss jetzt erstmal noch Quests abgeben. Und zwar, das ist auch Recovian hier. For the Children, die haben wir eben bei ihm auf dem Server noch gemacht. Das war das mit Oscar Junior und den ganzen Kindern, die hier rumstehen. Mit dem reden wir jetzt mal. Bei mir steht es übrigens auch noch rum. Frag mal. Nein? Nein, ich stehe hier nicht mehr rum. Ich bin jetzt gerade, komme jetzt gerade wieder nach unten. Du stehst seit dem Anfang des Parts bei mir beim Händler die ganze Zeit rum. Ich stehe jetzt neben dir gleich. Warte, warte, warte. Wo bist du? Da bist du. Nein. Jetzt habe ich hab gesehen, dass du das Portal aufgemacht hast. Jetzt bist du, stehst du woanders plötzlich. Ja, das hatte ich bei dir auch schon mal. Bis jetzt stehst du immer noch rum, ne? Ich bewege mich nicht? Du stehst jetzt bei mir mit deinem Schwert rum. Moment, ich brauche dich. Alter. Mal gucken, was sich da Ich gebe jetzt die verändert. anderen Quests ab. Du stehst immer noch rum. Gut. Wir haben die Quest gerade angenommen. Ich habe sie auch schon fertig gemacht. Das war die Quest, die wir annehmen mussten. Nein, wir müssen auch noch mit Barnabas sprechen. Ja, das ist aber eine Quest, die wir machen müssen und nicht annehmen. Speak to Barnabas. Ja, aber das ist eine Quest, die wir schon haben. Also Also ich ich bin jetzt meinte, nicht hier oben bei dir. du bist. Nein, du stehst bei mir immer noch rum. Okay, gut, dann lass uns den Part nochmal vergessen. Wieso? Und Oh, ich ich habe doch setze jetzt eine Quest gemacht schon. ich mache den Server nochmal neu auf. Okay. Wir können es ja einfach drin lassen im Part. Machen wir im Part ein bisschen Server? länger. Und So, ich port mich Ex. einfach woanders hin. Das ist schon ausgemacht. Nein, ich habe noch angemacht. Also ich bin noch an. Wo bist du jetzt? Ich bin gerade zu Burial Hill gegangen. Und jetzt stehst du da nicht mehr rum. Jetzt bewegst du dich. Jetzt bewege ich mich? Ja, Okay. alles cool. Boah, ist das nervig, Alter. So. Old Ecovia, Old Ecovia. Das ist alles in Old Ecovia. Okay, ich muss jetzt 3 Quests in Old Ecovia abgeben und wir müssen jetzt mit Barnabas sprechen. Dann lass uns erstmal mit Barnabas sprechen. Der ist da Müssen hinten. die erstmal die Quest abgeben? Wir kommen jetzt auch jetzt eh wieder nach Old Ecovia. Okay, dann rede ich mit ihm. Okay, du machst es. Nein, du redest mit ihm. Du sprichst Ah, Englisch. come friend, share a glass of clean water with old Barnabas to celebrate your victory in Burwich. Money that you have a plan for food situation. Right to business before the world fell apart. Burwich got bla bla bla. Food stocks, farmlands continue. As if that's not an option, we will smuggler's pass, old smuggling route that Broken Hills, Homestead. What can I expect out there? Okay, nobody's been as far north as Homestead in a month. Okay. Hört man eigentlich, dass What? meine Freundin in ihrem Buch rumblättert? Nö, aber Okay. irgendwie, wir haben gerade eine Quest bekommen, haben die direkt abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich, weil wir das dabei hatten, was er wollte. Nein, also wir sollten da irgendwie irgendwas im Schmugglerpass gucken. Und jetzt steht da Homestead. Moment mal, wo ist denn Homestead? Locker Map. Speak to Douglas. Das ist Ja, eigentlich danke. kein Mensch, sondern ein Parfümeriegeschäft, Dingens gezuppelt. Oder er meint Douglasie, das ist ein Baum, aber okay. Oder er meint wirklich einfach Douglas. Ich port mal nach Old Acavia. Hä? Oder Old Acavia? Ich weiß es gar nicht mehr. Old Ecovio, sorry, dass ich lebe. Wo Gut. zur Hölle ist bitte Homestead? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Did you know that Arcovia? Ach da, oh Gott. Okay, erste Quest abgegeben. Zweite Quest abgegeben. Kriegst du eigentlich auch noch EP dafür, oder? Ich krieg grad nichts.
Report ich port auch mal zu dir, weil wir müssen jetzt irgendwie Crate at the Rover Camp in Old Acavia. Wo ist das Rover Camp? Das ist das. Ach, da ist er. Jo, der ist tot, ne? Except. Okay. Ich bin übrigens fast fertig mit Level 26. Ich bin fast fertig mit Level 27. Okay. Okay, was hat der denn hier noch so schön ist? Oh, wir sind bei Friendly. Okay, wenn das, oh, das erste ist auch schon nicht schlecht. Moment, nein, Moment, nein. Oh Gott, nee. Das erste ist schlecht, Freddy. Ja, ich war beim zweiten. Was gibt's denn hier? Was ist das eigentlich? Man kann nur mehr Schaden machen für kurze Zeit oder ja, was? Ja, mehr Schaden und halt. Das eine ist ein Schlucktrank, glaube ich, das andere ist ein Wurftrank. Und ich habe noch ein anderes Schild ausgerüstet, was ich in meinem Übergabebereich hatte. Okay, wir müssen jetzt. Nach da wahrscheinlich. Da war doch, glaube ich, zu, oder? Da kam es vorher nicht lang. Warte mal kurz, ich muss meine Katze nicht wegwehren. Hier ist meine Katze, da ist meine Katze. Oh, jetzt können wir hier sprengen, aber wir haben die Four Hills noch nicht fertig. Okay, dann müssen wir nochmal hochgehen zu den Four Hills. Einfach durchrushen, ne? Ja, fiel mir auch gerade wieder ein. Ich habe gerade mal kurz auf meine Knarre gewechselt. Ja, ich habe jetzt mehr Cunning wegen dem Amulett. Man konnte ja kurz sehen, was es macht. Ich habe das hier, falls jemand sehen möchte. Schön hat das geleckt, Alter. Was? Ich hatte gerade kurzzeitig keine Waffen aktiviert. Ich habe mit Fäusten gekämpft. Ach, also, du bist durchgerannt, komplett. Okay. Ja, also, wir waren hier überall schon. Ja. Also, wir gehen jetzt da wieder hin, wo wir in Cronley's Höhle waren. Ja, genau. Und dann da geht's einfach weiter geradeaus. Ich wette, das sind nur so 2 cm und die hätten wir einfach vor Crowley's Hürde machen müssen. Nein, das ist ein kompletter Berg. Meine Freundin ist gerade rausgegangen, was mich verwirrt hat. Ich glaube, sie ist auch schon wieder pisst. Wo du aufnimmst? Nö, wahrscheinlich hat sie einfach ihre Tage oder so. Das ist lustig. Ja. Hoho, so lustig. Ich hoffe, ich habe Debitors Part von Mark heute noch nicht gesehen. Hoffe ich auch. Debitor macht einfach so lustig Videos. Ich muss heute noch aufnehmen. Was? Ich muss heute noch aufnehmen. Was sind Assassin's Creed? 4. 4? Okay. Ja, oder Assassin's 3. Creed habe ich. Das war schlecht. Okay, ich entschuldige mich dafür aufrichtig. Das ist lustig, weil ich nichts verstehe. Schatz, kannst du bitte die Türen leise öffnen und schließen? Du bist kein. Ja, Trampel. Kann man sich drüber streiten. Okay, ich bin jetzt gleich da, Mann. Ich muss gleich eine. Oh, ich hab mich schön festgelegt auf der Brücke hier erstmal. Okay, Portal ist. Oh mein Gott, ich muss jemandem helfen. Ach nee, die ist so ein Jessen. Nee, schon gut. Das sind einfach nur Skelette, die sich mit den normalen Leuten prügeln. Nice. Aber wir müssen bestimmt schaffen, dass die normalen Leute überleben, oder? Nein, das sind Crondys Bastarde. Achso. Die leben gar nicht mehr, wir haben den alle umgebracht. Nein, wir nicht. Seine Gangs sind verstreut. Schwul. Aber mich interessiert eigentlich, was passiert, wenn man Sidus nicht tötet. Ob dann, Da sind die Waffen wahrscheinlich einfach viel stärker. Ja, aber was dann mit den Jungen da ist, also den werden wir wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ja, also haben wir jetzt gerade wieder gute Sachen für unsere Stadt getan. Also eigentlich schlechte Sachen, weil wir nicht noch mehr Leute gebrauchen können, aber. Doch, klar, wir haben jetzt eine Frau und einen Typen. Auch wenn ich nicht weiß, wo Juliette ist oder wie die hieß. Die steht doch direkt daneben. Nein, das ist die komische Fotze, die schon in der Zeit da war. Okay. Vielleicht sind sie draufgegangen. Ich will ein bisschen Hilfe gebrauchen, die sind wieder Skelette und ich will nicht alle allein töten. Ja, ich töte von der anderen Seite aus. Achso, du bist gerade komplett woanders hingegangen als ich. Oh. Du bist außen rum gelaufen und ich bin hier in. Au, der macht Schaden. Was ist das? Ich hab doch gesagt, ich bin einmal außen rum gegangen. Ich bin einfach nur rechts neben dir vorbeigelaufen. Ja, aber hier waren Gegner, die mir Aua gemacht haben. Ja, und die hat mich wahrscheinlich One-Hit getötet. Wahrscheinlich. Nein, hat sie nicht. Nicht One-Hit. Aber sie hat mich relativ schnell getötet. Du hast schon recht. Okay. Gucken, ob irgendwo Junk rumliegt, was wir kaputt machen können. Wie zum Beispiel das hier, um Chill Steel zu bekommen oder sowas. Scrap. Dann gucke ich jetzt noch kurz den Weg, an den du da gegangen bist, weil. Ich möchte auch 100% erkundet haben, oder zumindest 74,3%. Okay, das müsste jetzt der. Hier steht eine Kiste. Oh. Auch Kleingeld. Ich sehe zwar dein Geld nicht, aber ich sehe einfach, wie es blitzt und dann kling.
Da ist was, da redet. Ah ne, das ist das Ding da unten, die Detonation Set. Das ist zum Sprengen. Ja, da bin ich ja schon irgendwo hingegangen. Hast du Dynamit noch dabei oder nicht so? Ja, klar, also das Dynamit packe ich nicht mehr weg. Okay, ich hab's wieder weggepackt. Ich habe auch den Scrap jetzt dieses Mal weggelegt. Also mein Inventar ist ein bisschen leerer als vorher. Mein Inventar ist eigentlich immer leer. Meine Freundin kann echt nicht leise irgendwas machen. Die muss immer mit 6000 Dezibel alles zuknallen und... Also ich habe das nicht gehört gerade. Oh, sie hat gerade richtig laut die Badezimmertür zugemacht. Wir tun noch richtig unsere Nachbarn. Ist es bei dir auch gerade so farblos geworden? Ja. Du bist gerade Nacht? Keine Ahnung. Gibt's noch Tag? Also gab's überhaupt Tag Nacht? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Ja, gab's auf jeden Fall. Ich bin gelevelt. Oh Gott, meine Stimme. Kleines Problem. Was? Das sind zwei Bossmonster. Egal. Ich habe heute übrigens, also für euch vorletzte Woche sogar schon, mal zwei, drei Playlists angepasst wieder, die nicht so ganz gestimmt haben. Ein paar Playlists haben noch ein paar Videos gefehlt, also meistens nur eins. Und einige waren verkehrt angeordnet und dann musste ich nochmal ein bisschen die Videos benennen und sowas. Habe ich heute alles gemacht, also für euch vor ein paar Wochen. Und ja, wollte ich nur mal anmerken. Das ist cool. Dankeschön. Alter, diese Hell. Oh, wow. Ja, deshalb bin ich weggegangen. Der erste ist übrigens gleich tot. Ich weiß. Der andere macht aber mehr Schaden, das ist das Problem. Na, was blau ist? Ich glaube, das habe ich schon wieder dreimal jetzt. Ach, der ist gerade bei dir. Oh, bei mir. Hä? What the fuck? Der portet sich bei mir rum. Du portest dich bei mir rum. Bei mir war der gerade da hinten, wo. Also. Jetzt sind wir gerade beide neben ihm, oder? Ja, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg jetzt. Ja. Er steht gerade bei so zwei, drei Bäumchen da, ne? Ja, genau, da wo ich hinschieße halt. Ja, genau. Ja, eben gerade hat er sich einmal direkt zu dir rangeportet und war dann auf einmal wieder da, wo er eigentlich hätte sein sollen. Bei mir hast du dich nur hin und her geportet, er nicht. Er hat sich hin und her geportet, glaub mal. Gut, bei mir haben die nichts Blaues verloren. Oder auch nichts Grünes. Nee, jetzt habe ich einen Zauberhut auch noch. Sehr gut. Also kein Zauberhut, sondern Zauberhut. Hood-Gangster. Oh Gott, das Spiel ist jetzt komplett blind für mich. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Was müssen wir machen? Ist das Pokémon? Pokémon. Ja, wie gesagt, ich habe bei Cronley aufgehört im Singleplayer. Aber ich war schon. Also ich bin jetzt genauso wie im Singleplayer. Zum Glück ist das Skelett bei mir auseinandergefallen und trotzdem hat sich immer wieder zusammengesetzt und ist weitergelaufen. Das sah gerade ziemlich lustig aus. Das hat mich übrigens bei Sacred angekotzt, dass die Skelette mehrmals aufgestanden sind. Ja, da hat's ja, dafür gibt's ja auch extra einen Trank, dass das nicht mehr passiert. Ja, aber dann muss man den dauernd nehmen. Ja, wenn du Skelette, wenn du zum Beispiel bei Korath nur da in der Wüste rumpimmst, dann musst du den ja nehmen, aber sonst nicht. Ich mach dann noch trotzdem zwei. Ja, kannst du doch tun. Wenn Frauen nicht wissen, wie sie kochen sollen. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Du bist einfach aufgeprügelt. Ich habe die auch nicht gesehen, ich bin einfach weitergelaufen. Und dann laufst du noch einmal spawny da. Aber im Multiplayer war es ja wenigstens so, dass die ja nicht die ganze Zeit da wieder aufgestanden sind. Das, ja, das wäre richtig ein Kotzen gewesen. Also. Das wäre richtig geil. Da hinten sind übrigens hinter uns wieder welche gespawnt. Da hinten sind hinter uns welche gespawnt. Die werden einfach ignorieren, weil sie nicht herkommen. Sehr gut. Oh Gott, einer hat gerade geschossen. Hallo, Rockbade! Alter, ich mache so viel Schaden an Skeletten, das man ist so geil. Man kann GTA-Haftbomben an andere Leute werfen. Ich weiß. Ich glaube, das weiß jeder. Ich wusste es bis vor kurzem nicht. Echt nicht? Nein. Okay. Ich check hier mal die Leute, mit denen ich online spiele, in den Märtyrer tot. Ich werde nie wieder mit dir online spielen. Warum nicht? Willst du den Märtyrer tot nicht sterben? Na, nix à la Quackbär. Ich denke mir eher so, Gott kann für mich sterben. Und das ist gemein. Ach, du weißt doch, warum du in den Himmel kommst, oder? Weil. War es kalt? Nein. Da hinten ist was, hallo. Nein, aus dem ganz einfachen Grund, wenn du vor der Gottestür, nein, wenn du vor den Toren Gottes stehst und er dich fragt, warum du in den Himmel gelassen werden sollst, dann sagst du einfach, Jesus hat für meine Sünden gebüßt und dann lässt er dich einfach. Order of Death Vigil, was denn das schon wieder? Freddy, wo bist du? Ich war eine Quest. Hä?
Greetings, you don't know me, I've heard of you, I am Wolverbrook out of the you missed assignment. I am here to purchase land of several. Okay, irgendwas töten, ja, mach ich. Ach, hier bist du. Oh, du Ficker. Ja, da war eine Quest! Ja, das ist mir doch scheiße, ja, aber Quest reden Schmutze. Muss ich mal. Okay, wir müssen Nomos Dredd töten. Laudos Vagra. Die Quest habe ich nicht. Doch, habe ich, okay. Old Scars. Ja, ganz oben. Ich habe jetzt nur noch 3 Quests, ist das richtig? Ja. Raw Rampage, we need food und Old Scars. Ja. Wir müssen den Trolli auch noch irgendwo finden. Oh, Geld. Ja, das hat mir übrigens so ein Typ erzählt in der Stadt. Ich glaube, es war so ein Zeuge Jehovas oder so ein Fummelfritze. Ich habe nicht zugehört, ich war mit der Quest beschäftigt. Okay, okay. Ich habe gerade mir erzählt, einfach irgendwann einen Part an. Ich müsste wahrscheinlich nicht anhören. Ich denke auch nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich habe nur erzählt, aus welchem Grund du in den Himmel kommst, obwohl du es nicht verdient hast. Ich hab's verdient. Nein, Hacker haben das nicht verdient. Hey, ich hab gar nicht mehr so viel. Können wir da. Man sich hier geht's weiter? Oh, das ist der Troll. Mit mir? Ja, YOLO. Ist das überhaupt der Troll? Ja. Danke, dass du gerade um mich rumgreifst, Schatz. Du bist hilfreich. Ich muss lieber Arco pullen. Ah! Wie viel Schaden machst du denn eigentlich? Wenn ich irgendwann mal rankomme, so 100 maximal. Wirklich? 100 Schaden mache ich. Ich mache den minimal 300. Minimal ja. 94. Und so standardmäßig so 300. 250, 300. Also ich mache jetzt 300, 400, 500, 50, 600, 200. Ach, ich mach ein bisschen Schaden. Ich mache weniger Schaden als du. Aber ich mache noch Schaden. Ja, zum Glück habe ich so ein Hochreihen-Skill, das ist voll geil. Ja, ich habe mich jetzt mal vorhin gestellt und hack mal ein bisschen rein, dann ist auch gleich tot. Oh, accept. Oh, was ist das denn alles? Spirit, Physik. Brauchst du eine Rüstung? Ne, 84 ist zu wenig. Oh gut, hier könnte man das auch alternativ wegspringen, was die hier gebaut haben. Ja, dann lassen wir das doch, ne? Wieso? Ja, dann kostet uns kein Dynamit. Ja, aber willst du das wirklich so haben? Nein. Okay, dann lass uns mal auf den Berg raufgehen, weil ich glaube, da geht's doch so in unserem Bereich. Hier ist bei mir ein brauner Punkt auf der Karte. Ja, das ist das Untouch-Spiel, was ich gerade geöffnet habe. Ach, okay. Untouch-Spiel sind übrigens immer braun auf der Karte markiert. Ich wusste es nach 74.000 Milliarden Stunden. Habe ich nie drauf geachtet. Du hast erst nach 100 Millionen Stunden rausgefunden, dass man in GTA Haftbomben an Menschen kleben kann. Also erzähl mal keinen hier. Ja, du wirst es auch nicht. Natürlich, da ist ein Baumstamm. Mit einem Sharing Ember. Mit einem irgendwas. Da mit sind zwei Leute, mit denen haben wir schon geredet. Mit dem einen, mit dem anderen habe ich noch gleich geredet, mit dem Geist. Hallo. Der Geist hat die Quest bei mir. Where do I go? Okay. Enter the Corvin Undercity. Okay, ja, Corvin Undercity müssen wir hin. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich konnte mit dem Assassin da reden. Bei mir hat der Geist das Fragezeichen. Ja, bei mir hat das jetzt auch, aber vorher hatte ich die Quest von dem Assassin. Okay. Komisches Spiel. Und ich weiß, wenn wir jetzt nochmal hingehen, hat der Assassin wieder die Quest. Das Spiel wird uns verarschen. Nein, hat immer noch der Geist. Assi. Ich brauche unbedingt irgendeinen nicen Shooter zum Let's Playen. GTA 5, die Story. Ist kein geiler Shooter. Wieso nicht? Absolut nicht. Ich mag realistische Shooter. Wie sehr realistisch? Sehr also relativ realistisch. Arma. Ich weiß nicht, ich habe Arma 1, glaube ich, gespielt. Arma 3, keine Ahnung. Das Arma, was man für... Arma 2, DayZ. Ja, genau, brauchte. Das habe ich gespielt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist absolut hyperrealistisch. Du kannst nicht springen. Ja. Wenn du 70.000 Kilo Munition oder so trägst, springst du auch nicht. Das ist nicht realistisch, dass du nicht springen kannst. Du kannst ja nicht mehr über Absperrung oder so springen. Du kannst rüberklettern. Und es hat gebuggt, ich weiß nicht mehr warum. Ja, das ist schon zu lange her. Da hinten ist die Quest, lass uns mal erstmal hier lang weitergehen. Haben wir eigentlich noch?
Wenn wir mit den Gegnern stehen, drin stehen. Oh, der Timer hat jetzt gerade geklingelt. Also. Okay, dann kehren wir jetzt noch die Gegner, dann machen wir noch ein paar. Ja, oder noch 10. Oder noch 100. 100. Alle. Wir nehmen das Spiel fertig auf, GG. Wenn ich morgen nicht arbeiten müsste, würden wir das tun. Wenn nicht. Nein, weil du wahrscheinlich keine Lust mehr hättest dann. Hey, lass mich bald aufhören. Oh, nochmal eine Gegnergruppe pullen. GG. Ach ja. Ich hab's schon vergessen. Sorry, aber du bist auch weitergelaufen. Ja, ich bin hier auch hin reingelaufen, aber ich. Könntest du bitte stehen bleiben? So, dann hoffe ich, ihr habt euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.